Moin moin und willkommen zurück hier zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Ich wollte jetzt eigentlich, zumindest habe ich das letzte Mal gesagt, bei den Wassermagiern sein. Und da war ich auch und dann habe ich, wenn ihr mal genau hinschaut, mein Fleisch gebraten. Ich habe jetzt 73 Mal gebratenes Fleisch. Aber dann ist mir eingefallen, ich habe hier bei den Piraten noch ein paar Sachen zu erledigen. Nämlich Angus und Hank da unten und den Kompass. Und die würde ich gerne noch erledigen, bevor ich die auf dem Weg zu den Banditen einfach komplett vergesse. So, erstens mal, hier hat doch der Malcolm gesägt, oder? So, da kenne ich jetzt nichts. Fleischwanzen sind mir... Na, so viel dazu. Ich wollte gerade sagen, das ist mir zu schwierig zu treffen. Na, komm schon. Siehst du? Genau das meine ich jetzt. Geht doch. So. Lecker Wanzenfleisch. Und zwar war doch hier dieser Sägehaini. Malcolm, glaube ich, hieß der. Und der ist gar nicht mehr da. Guck mal. Kein Wunder, kriegt Francis seine Palisade nicht fertig. Da oben ist eine Höhle. Kann ich da hoch? Hier vielleicht? Ah ja. Da ist so eine Treppe zum Hochklettern. Ah, da sitzt er. Mal gucken, was er zu sagen hat. Ach nee, das ist ein anderer. Alles klar. Wer bist du denn? Bist du einer der Banditen? Sehe ich etwa so aus? Nein. Nach deinen Klamotten zu urteilen, kommst du von weit her. Bist ja ein Schlauer. Was ist los? Mein Kumpel Malcolm ist weg. Uns hat so ein Mistvieh von einem Lurker angegriffen. Da sind wir in diese Höhle geflüchtet. Leider kam der Lurker uns nach. Malcolm hat gegen ihn gekämpft und ist dann mit dem Biest zusammen in das Loch da hinten gefallen. Da unten scheint Wasser zu sein. Der Lurker und Malcolm kämpften da unten noch eine Weile. Dann war es still. Ich weiß nicht, ob er noch lebt oder schon tot ist. Wie kommt man an die Felsspalte runter? Keine Ahnung. Entweder man klettert runter oder man springt. Springen. Und sonst? Wenn ich das alles vorher gewusst hätte, wäre ich niemals Pirat geworden. Ja, wusstest du halt nicht. So, ich klau dir mal das Schafsfell unterm Hintern weg, ne? So, ist gut. Malcolm, ja, das war der mit dem Sägen ganz am Anfang, also ganz am Anfang hier in der Welt auf dem Weg zu den Piraten, hat dem mir ja irgendwas erzählt, was ich Francis sagen kann, damit ich günstiger ins Lager reinkomme. Deswegen wollte ich jetzt nach dem nochmal schauen. Um mich sozusagen bei ihm zu bedanken. Ja, da unten ist Wasser. Das könnte ich sogar überleben. Ich will mal hier auf Nummer sicher gehen und speichern eine Runde. Yay! Ups. Stunt-Bonus plus 100. Erfahrung, sehr gut. Nur, wo geht's hier hin? Tja, muss ich vielleicht hier unten irgendwo lang? Ah, da geht's weiter. Nicht, dass ich da jetzt irgendwie hängen bleibe oder so. Naja, ich könnte ja laden. Zum Glück habe ich ja gespeichert in meiner weisen Voraussicht. Naja gut, aber es war ja irgendwie klar, dass man es überleben kann, ne? Weil wenn Malcolm und der Lurker hier unten noch gekämpft haben, heißt es ja nichts anderes, als dass beide den Fall überlebt haben. Jetzt. So muss das. Guck mal, zwei Lurker. Da sind zwei Lurker weniger. So, ich schätze mal, das, was da liegt, nichts zu plündern. Das ist Malcolm. Also sammle ich erstmal hier die ganzen Pilze und so ein. Der scheint ja nirgends mehr hinzugehen. Und ich glaube nicht, dass man hier sowas wie Erste Hilfe machen kann. Ich auf Weg 2, das wäre mir neu. Ah, guck mal, Schwefel. Das könnte noch interessant werden für Alchemie. Sehr gut. Für Runen und so, ne? Für Runen brauche ich auch so Zeug. Wobei ich als nächstes meinen Eisblock machen will. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob es sinnvoller ist, erstmal noch den Eisblock zu lernen oder erstmal das Mana zu steigern. Ich bin mir mittlerweile ziemlich sicher, dass meine Lernpunkte in die Alchemie ziemlich Verschwendung waren, weil ich ja mittlerweile die ganzen Tränke, die ich brauche, einfach so kaufen kann. Und genug Geld habe für alles. Von daher war das nicht unbedingt die kluge Wahl, am Anfang da Erfahrung in die Alchemie zu stecken. Aber gut, das wusste ich ja nicht. Und leider kann ich es nicht rückgängig machen. Von daher ist
die einzige Frage, die sich stellt, was kann ich in meinen jetzigen Lernpunkten noch machen, um in Zukunft möglichst gut dazustehen. Merke mal eine Steintafel des Zweikampfes und zwei Sägen dabei. Leider nichts, was ich als Beweis irgendwie mitnehmen könnte, aber er scheint wirklich tot zu sein. So, ich habe nichts abgekriegt von den Lurkern. Finde ich super. Was ich brauche, ist Mana. Und ich glaube, hier geht's raus, ne? Hier komme ich jedenfalls nicht mehr hoch. Ich habe auch keinen anderen Weg gesehen. Ja, da kann ich rausschwimmen. Ich bin gespannt, wo ich rauskomme. Ich will ja noch kurz in den Talkessel runter. Da sollten ja Angus und Hank, oder da sollte die Höhle sein, in der Angus und Hank sich immer mit den Banditen getroffen haben. Guck mal, da gegenüber. Moment. Wo bin ich hier? Bin ich hier im Talkessel? Sieht so aus. Sieht beinahe so aus, als wäre ich hier im Talkessel. Komm ich hier raus? Ich muss mal einen Blick auf die Karte werfen. Aber da links ist noch eine Höhle, eine kleine. Also zumindest ein kleiner Eingang. Ja, ein kleiner Eingang kann auch zu einer großen Höhle führen und andersrum. Ja, ich bin im Talkessel. Siehst du mal. Wer hätte es gedacht? Was? Wo? Da. Ein Varan. Komm her, ich krieg dich. Da geblieben. Ist immer nur einer. Aber für einen muss ich auch keine. Also für einen Varan packe ich sicherlich keine Magie aus. Zumindest nicht meinen neuen Zauber, der Flächenschaden macht. Genau. Komm ich hier rüber? Hui, einmal springen. Ja. Hey. Da will ich hoch. Was kriege ich hier? Das sind hier Gegner. Hier liegen zwei Tote. Und es geht nicht weiter. Und das hier sind Angus und Hank. Und Angus hat morgens Ring dabei. Einhandtalentbonus 10. Interessant. Einhandtalentbonus 10. Leider bin ich Zweihandkämpfer. Also abgesehen davon, dass ich Magier bin. Sonst hätte ich den jetzt vielleicht benutzen können. Gut, kann ich aber nicht. Deshalb werde ich morgen den einfach mal zurückbringen. Da würde er sich vielleicht freuen und mir ein bisschen was schenken. Als Belohnung. Als Dankeschön dafür. So, ansonsten gäbe es jetzt nur noch den Kompass und der soll an einem Strand südlich des Piratenlagers sein. Und guck mal da, genau hinter mir, da ist so ein Strand. Unterhalb des Turms, wo die Banditen früher mal waren. Bis ich sie erfolgreich vertrieben hatte. Allerdings dürfte der einzige Weg dorthin zu kommen sein, übers Meer. So, hier war ich ja damals nicht ganz so gründlich, weil ich ja mit Alligator Track hier wieder rausgelaufen bin. Geht's hier noch irgendwie im Talkessel lang irgendwie runter oder so? Nö, sieht nicht aus. Aber ich höre Goblins. Schwarze Goblins, um genau zu sein. Und es waren scheinbar zwei. Wo ist der andere? Hey, wo ist der andere? Waren das beide? Ah, genau, hier. Seine Waffe ist wahrscheinlich runtergeflutscht, so wie das gerade klang. Das ist mir egal. Will hier nur ein komischer Ast gewesen sein. Hinten gibt es nichts mehr, wie es aussieht. Und auf so einen dämlichen Ast kann ich verzichten. Der ist irgendwie, keine Ahnung, 2-3 Goldstücke wert oder so. Soll mir egal sein. Ist ja nicht die Welt. So, dann bin ich jetzt hier wieder auf dem Weg. Ach, guck mal da. Da bin ich jetzt wieder bei dem Holzfäller oder bei den Holzfällern. Oder genauer gesagt, da, wo Malcolm früher Holz gefällt hat. Ich kann ja eben noch hier seinem Kollegen hier Bescheid sagen, dass er tot ist. Dein Kumpel Malcolm ist tot. Das habe ich mir schon gedacht. Armes Schwein. Ich hätte ihm doch helfen sollen. Tja. Du bist echt mutig, weißt du das? Ich hätte das mit der Feldspalte nicht fertig gebracht. Ja, dann mach mal, du weißt ja jetzt, dass man es überleben kann. Aus zwei Gründen. Erstens, weil Malcolm unten noch mit dem Lurker gekämpft hat.
und zweitens, weil ich wieder erfolgreich hier hochgekommen bin, um dir zu berichten. Andererseits könnte es natürlich sein, dass ich mir das Ganze einfach nur ausgedacht habe, nur so getan habe, als ob. Ja, streng genommen kann er das nicht wissen. Vielleicht lege ich ihn einfach nur rein. Also so von seiner Perspektive aus betrachtet, lässt sich das jedenfalls, so wie ich das sehe, nicht ausschließen. Und hier ist doch noch ein Pilz. Am Rand des Sichtfeldes. Ja, ist der mir beinahe entgangen, genauso wie diese beiden. Uiuiuiui. Hier war ich noch gar nicht suchen, ne? Ja. Beere und ein Feuerkraut für Mana. Ah, praktisch. So, was sagt die Uhr? Die Uhr sagt 19.46 Uhr. Außerdem brauche ich ein bisschen Mana und ein bisschen Leben. Ich würde mal sagen, ich hau mich hier kurz aufs Ohr. Und dann kümmere ich mich schnell noch um den Kompass. Und dann gehe ich wirklich zu den Magiern zurück, beziehungsweise dann Richtung Banditen, um zu gucken, was es dort so Tolles gibt, beziehungsweise um zu gucken, was die Banditen vorhaben für Greg, um den Grog für Garrett zu besorgen und auch ganz generell, um die ganze Geschichte mit den Banditen und Raven mal ein bisschen voranzubringen. Habe ich Lernpunkte? Ja, 10 Lernpunkte. Ich könnte meinen Mana nochmal steigern. Ach ja, richtig, das habe ich nicht gemacht offscreen, weil ich wollte, dass man meine Steigerung in der Aufnahme sieht. Nein, 36, genau. Das heißt, ich habe dann danach 60 Mana. Insbesondere kann ich dann also zweimal den Feuersturm machen und zweimal den Feuerpfeil oder halt mich einmal teleportieren. Holy moly, was ist das denn? Feuerwarane, oder? Ja. Das Problem ist, Feuerwarane kennen wir ja noch aus dem ersten Teil. Vor denen habe ich einen höllischen Respekt. Mein Schutz vor Feuer ist 35, das ist nicht die Welt. Und die Viecher sind deutlich stärker als normale Warane. Die Frage ist also, wie komme ich an denen vorbei? Ein erster Schritt wäre ja zu erkennen, dass hier kein Schatz vergraben ist und vielleicht einfach mal ein bisschen weiter hinten zu suchen. Sicher ist sicher, ne? Guck mal, da ist doch ein normaler Varan. Aber ich will ihn jetzt nicht angreifen, solange ich nicht weiß, ob da um die Ecke vielleicht noch ein Feuerwaran wartet. Ne, sieht gut aus. Machen das Ganze mal ein bisschen schneller. Hä? Getroffen? Hat so wenig Schaden gemacht. Ich verstehe das nicht ganz mit der Magie. Ich habe das Gefühl, wenn ich meinen Zauber wegstecke, während der durch die Gegend zum Gegner fliegt und mich dann irgendwie wegdrehe oder so, dann macht er irgendwie nicht so richtig Schaden. Das sollte eigentlich ja nicht so sein. Eigentlich sollte das ja Schaden machen, unabhängig davon, ob ich hingucke oder nicht. Ist aber wohl nicht so. Hm, keine Ahnung. Hier sind immer nochmal zwei normale Varane. Ich glaube, mit denen komme ich zurecht. Was gibt es hier in der Höhle? Uah, Zombies. Darauf habe ich ja relativ wenig Lust. Ich werde mal als allererstes hier diese Feuerwaren im Blick behalten. Erstmal alles einsammeln und dann so, dass ich die Feuerwaren möglichst sehe. Verdammt, sie sind auf mich aufmerksam geworden. Nein, 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 geh weg, geh weg, geh weg, lass mich in Ruhe. Ich habe keine Lust, mich mit dir anzulegen. Nein, geh weg, ich habe keine Lust auf dich. Hauen sie ab. Oh, da habe ich noch eine Sichel, die hole ich mir gleich. Aber zuallererst muss ich den hier abschütteln. Ist er weg? Ich glaube, er ist weg. Ich brauche Leben. Und zwar 55.
Ja, dann esse ich mal ein bisschen Wanzenfleisch, ne? Mmh, lecker Wanzenfleisch. Gibt immerhin 30, 40, 55. Und ich bin den ganzen Klumpatsch hier mal los. Mir scheint, der Feuerwaran ist zurückgelaufen. Ich habe ihn da gerade ums Eck gesehen. Sehr gut. Das heißt, jetzt noch ein bisschen Mana hinterher. Dann bin ich wieder vollständig fit. Schnapp mir die Sichel hier. Und weil mir das Ganze eindrücklich gezeigt hat, dass ich hier nicht sicher bin, nochmal eine Runde speichern, bitte. So. Feuerwaran, wo bist du? Okay, jetzt läuft er her. Ich warte mal, bis er wieder wegläuft, bevor ich hier wieder anfange zu buddeln. So könnte das funktionieren. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Jetzt kommt er wieder her, dann gehe ich wieder weg. Und jetzt lauf bitte wieder weg. Ja, geh los. Genau. Und jetzt schnapp ich mir die Sachen. Ah, guck mal, ein Kompass. Und das war's. Okay, mehr gibt's hier nicht. Nur ein Kompass. Ich versuche mal mit dem Oh, zwei Zombies. Erstmal den hier. Und dann den. Komm, was soll's. Und dann habe ich ja hier meinen Mana ausgewählt. Und da die relativ langsam sind. Siehst du? Jetzt habe ich dem einen wieder keinen Schaden gemacht. Nee. Lass mal. Im Nahkampf fliege ich euch nicht an. Ihr seid zu stark. Aber dadurch, dass sie so langsam sind, kann ich hier einfach ein bisschen Platz reinbringen. Hey, wo ist der andere? Nichts zu plündern. Wo ist denn der andere hin? Die war doch gerade noch zu zweit. Habe ich den jetzt abgehängt? Ja. Nun denn, was soll's. Machen wir das eben so. Ich habe hier auf der Nummer 6 das heilige Licht. Siehst du, das braucht zum Beispiel... Wie viel Mana braucht das? 10, glaube ich, ne? Genau, das braucht 10 Mana. Das heißt, wenn ich jetzt meine Mana Nummer um 5 steigere, dann kann ich ein heiliges Licht machen. Und dann... trotzdem noch zweimal... den hier. Ah, jetzt nämlich zum Beispiel klappt das gerade nicht. Aber ich habe den noch... Manchmal waren wir eben leer. Guck, ob es dir überhaupt Schaden macht. Nicht wirklich, ne? Nee, nicht wirklich. Aber er hängt da fest, von daher. Hey! Wie gemein! Das trifft manchmal einfach nicht. Das Gefühl, das Mana-System, das Magiesystem hier ist ein bisschen verbuggt in dem Spiel. Siehst du, schon wieder. Was ist denn da los? Warum trifft es nicht? Vor allem, weil es auch noch Flächenschaden macht. Und irgendwie hält der mehr aus als die anderen, oder? Oder bilde ich mir das ein? So, komm, das bisschen schaffe ich doch noch. Zumal er eh alleine ist. Sag mal! Was zum Henker? Bleib mal stehen! Hey! So, ich wollte gerade sagen, Zombies spüren noch gar keinen Schmerz. Warum weicht der zurück? Weiß man doch. Zombies spüren keinen Schmerz. Zombies spüren überhaupt nichts. Zombies sind quasi tot. Ach je, ach je. Naja, was soll's. Hier liegt... Achso, das ist der tote Zombie. Ich dachte gerade, hier liegt irgendwie ein toter Pirat oder so. Ja, ein paar Tränke, ein rostiger Zweihänder, nicht die beste Waffe. Und ein Amulett. Und das war gerade, glaube ich, auch ein Ring. Hier noch ein Gold. Und noch ein Gold. Hey. Das lasse ich mir nicht entgehen. So, was habe ich denn hier gefunden? Amulett der Krieger. Amulett der Flammen, Ring der Priester und Morgensring, genau. So, ich habe hier übrigens noch den Ring von Laris. Den sollte ich ihm mal zurückbringen, wenn ich mal wieder in die normale Welt komme, also in die Standardwelt nach Korinnes, in die Stadt. Da freut er sich bestimmt, wenn ich ihm seinen Ring wiederbringe, ne?
So, ich brauche jetzt hier noch knapp 5000 Erfahrungen, das heißt, der nächste Level ist noch einiges weit weg. Von daher lohnt es jetzt gerade auch nicht, wenn ich mich mit den Feuerwaran hier versuche anzulegen, um ein bisschen Erfahrung zu farmen. Zumal ich eh damit rechne, dass ich hier eher drauf gehe, als dass ich erfolgreich bin. Nun denn, ich würde mal sagen, ich schwimme hier zurück zum Piratenlager. Oh, eine goldene Schale. Ich schwimme hier zurück zum Piratenlager. Und beim nächsten Mal sehen wir uns dann wieder, wenn ich morgen anspreche und seinen Ring zurückgebe. Auf Wiedersehen, bis dahin und vielen Dank fürs Zuschauen. Und beim nächsten Mal werde ich dann wirklich zu den Wassermagiern und dann zu den Banditen gehen. Versprochen. Bis dahin, ciao.